Hallo und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor ihr jetzt hier die Folge anfangt zu gucken, heute spielt Deutschland, Leute, da freue ich mich sehr drauf. Das wollte ich aber einfach nur mal hier am Anfang des Videos raushauen. Des Weiteren gab es heute um 17 Uhr eine neue Folge von Pacey Bits. Da möchte ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen haben solltet, die einfach mal auszuchecken. Ist ein cooles Video geworden und jetzt hier eine kleine Real-Life-Story, obwohl eine Real-Life-Story kann man es nicht nennen. Ich habe ja gestern auch eine 20-Uhr-Folge gebracht, weil die 20-Uhr-Folge gibt es ja jeden Tag hier auf meinem Kanal. Jeden Tag um 20 Uhr gibt es FIFA Mobile. Nach der Folge, als ich dann halt fertig aufgenommen habe, habe ich dann gesehen, shit, ich wollte doch eigentlich die Champions League Packs öffnen. Und deswegen gibt es heute Champions League Packs. Bevor ich so lange rumschnacke, Leute, wir gehen direkt rein ins Champions League Event. Nicht, dass ich das am Ende der Folge wieder vergesse oder so. St. Patrick's Day Event haben wir natürlich auch noch am Start. Ich habe hier die Skillspiele schon gespielt. Viertelfinale, ich habe 214 Punkte und mit diesen Pünktchen kann ich mir jetzt einen Elite-Spieler abholen. Achtelfinale meine ich natürlich. Nämlich hier unten brauche ich 200 Punkte für. Entweder kann ich jetzt hier 450 einen Spieler holen. Mache ich aber nicht, weil ich hier die Chance auf CR7 habe. CR7 97er. Wahrscheinlich wird es eh nicht CR7, aber vielleicht haben wir ja Glück, Leute. Vielleicht haben wir Glück. Drückt mir die Däumchen, dass es CR7 wird, Leute. Drückt mir die Däumchen, dass es CR7 wird. Das wäre nämlich richtig, richtig saftig. Let's go, ich drück rauf. Ich drück rauf. Da ist das Champions League Pack. Ist langsam, Leute, langsam geht jetzt hier mein Puls ein bisschen hoch. Packs ziehen macht einfach immer Spaß. Und wir kriegen Diop, Totovcicki, Christensen und einen Mario Mandzukic 89. Ah, der Verein war richtig. Position, Angreifer war richtig. Und am Ende ist es leider Mario Mandzukic. Wir haben so die goldene Mitte getroffen. Es gab deutlich bessere, also ja, es gab Koka, es gab Godin, es gab Ronaldo und es gab halt auch schlechtere wie Basakli, Jimenez, Szczęsny und so weiter. Wie viel bringt denn Mario Mandzukic? 89 Mandzukic für die ganzen kroatischen Junkies da, für die Verrückten, ist der sicherlich gar nicht so verkehrt, der Mandzukic. 1 Million? Würde ich unterschreiben. 1 Million nehme ich gerne mit. Jawohl. 1 Million für einen Mario Mandzukic ist okay, ist okay. Natürlich, wenn ich jetzt hier mal nachgucken würde, wie viel hätte ich für einen Godin bekommen. Godin. Ist es die Karte hier? WTF, da hätte ich ordentlich für bekommen. Wie viel hätte ich für einen Koke bekommen? Ach so, dann muss ich hier wieder das E wegmachen, weil er wieder ein E mit einem Strich ist. Nee, doch nicht. Hä? Koke? Ja, Ronaldo ist eh komplett abgefahren, der 97er. Ja, für den einfach, Leute. 40 Millionen. Stellt euch mal vor, wir hätten heute diese Karte gezogen, ne? Stellt euch mal vor. Ich glaube, dann hätte ich das so gemacht, dass ich in den linken Flügel Ronaldo gestellt hätte. Mein Team auf sie hätte ich verkauft und hätte mir dann Eusebio geholt. Und hätte Eusebio, also nächste Woche, diesen Freitag, gibt es ja wieder Eusebio. Höchstwahrscheinlich im Icons Shop. Hätte ich Eusebio reingestellt. Hätte Fahrradkette, ist nicht so gekommen. Aber wir haben ja noch weitere Packs, Leute. Die Inform-Packs darf ich natürlich auch nicht vergessen. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Ja, ja, ich habe alles vorbereitet, Leute. Lasst dafür direkt mal ein Däumchen da. Und wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid und ihr vielleicht schon täglich meine 20-Uhr-Folge schaut, aber vielleicht noch keinen YouTube-Account habt, erstellt euch kostenlos einen YouTube-Account und abonniert mich kostenlos. Somit verpasst ihr halt keiner meiner Videos mehr. Genau, so, let's go. Erstes Pack. Erstes Pack, mal gucken, wie viele Startspieler wir bekommen. Im 750er ist ja mindestens einer drin. Hier wahrscheinlich, Leute, wir ziehen einfach jeden Tag. Wir ziehen ihn jeden Tag. Wer ist es dieses Mal? Ihr wisst doch, wen ich meine. Oh, es ist Keane. Ich hätte gedacht, Lausoga mal wieder. Was ist das jetzt hier? Hol dir Champions League, was?
Champions League Achtelfinale, ein Elite-Spieler aus einer dieser Clubs. Ja, ich sehe keine Clubs. Details anzeigen, bitte. Hä, lol, als ob. Ja. Da wird ja auch nicht mal. Hä, nochmal? Lul, was ist das jetzt? Wenn da wenigstens Ronaldo im Pack hätte drin sein. Ja, schon wieder das Gleiche. Hallo, ich möchte. Nein, weg hier. Nächstes Pack. So. Was ziehen wir da? Was ziehen wir da? Was ziehen wir da? Es lädt. Wir werden nicht rausgekickt. Oh, den Startspieler, Leute. Wir ziehen den Startspieler. 5 Players am Anfang. Es wird ein Goldspieler sein. Es ist Hans van Aken. Van Aken. Aber immerhin 5 POTM-Punkte, die wir jetzt hier nochmal mitnehmen können. Das ist natürlich geil. Nächstes, das 750er Wochenpack. Da muss jetzt was Ordentliches drin sein, Leute. Da muss jetzt ein Chames drin sein. 60? Sterling! Erneut Rank Sterling. Jetzt habe ich den einfach zweimal gezogen. Wie geil ist das denn, bitteschön? Okay, natürlich hätte es noch geiler sein können, hätte ich James Rodriguez gezogen. Aber Sterling, den zweimal den zweitbesten in Form der Woche habe ich gezogen. Nice, Mann. Und in 2 Wochen können wir ja dann die Sterlings verkaufen. Die 2 Stück, die ich hier am Start habe. Und ich denke mal, Sterling wird gar nicht mehr so günstig sein. Ich denke mal, mindestens 1 Million werde ich für den kriegen, oder? Was meint ihr? Schreibt mal eure Vermutung unten rein in die Kommentare. So, das ist durch. Wir werden auf jeden Fall noch reingehen in St. Patrick's Day Event und die 3 Versus Angriff-Spiele machen. Ich hoffe, dass es heute spannend wird bei Versus Angriff, weil ihr wisst ja, Matchmaking und so, EA und Matchmaking, EA und faires Matchmaking sind definitiv keine Freunde. So kann man es sagen, aber der erste Gegner ist doch mal, das ist sehr gut zugelost hier. 103 gegen 102, weil man muss sich auch mal in die Haut von den FIFA Mobile Spielern hineinversetzen, die einen 92er Team haben, die einen 90er Team haben, die einen 95er Team haben, die dann hier auf einmal einen 105er Gegner bekommen. Wie sollen die dann die Chance haben, auch mal 10 Regenbogenpunkte zu holen? Deswegen würde ich es fair finden, wenn jeder Spieler zumindest hier im Event halt gleich starke Gegner bekommt. Das ist nicht immer so. Das ist jetzt hier. Ja. Hatte ich noch nie, dass ich das erste Spiel direkt gegen einen hier etwas gleich starken Gegner bekomme. Eine Bewertung kann man ja safe noch gewinnen, Leute. Eine Bewertung ist gar nichts in FIFA Mobile. Aber anscheinend möchte der Gegner nicht so wirklich mitspielen hier. Komm, roll it. Jawohl, 4-1. Ronaldo. Ronaldo 5-1. Ja, ich denke mal, wenn alles jetzt so weiterläuft, sollte das der Sieg hier schon sein. 6-1, 5 Tore Vorsprung, Leute. 5 Türchen, Vorsprung. Zack, 7-1. Ja, das war's, Leute. Das war's. Dort war's. GG. Übrigens, nächster Livestream wieder Freitagabend. Werden wir das Icons Turnier-Event spielen. Freitagabend, also so circa 20.30 Uhr. Werde ich anfangen zu streamen. Ich hoffe, ihr seid am Stüssel und unterstützt mich mit dem Hashtag Push und ich hoffe, dass wir gemeinsam viele Siege holen können und die nächsten Icons-Spieler, Icons-Karten, vielleicht hole ich mir direkt sogar im Stream die Icons-Karten mit euch gemeinsam. Ja, viele haben auch geschrieben, sie gucken den Stream und spielen nebenbei. Also wenn ihr 2 Geräte habt, könnt ihr ja auch rein theoretisch auf dem Fernseher den Stream anmachen und den Stream verfolgen und auf dem Handy guckt ihr dann, also auf dem Handy spielt ihr dann selbst beispielsweise. So, zack, erstes Spiel, erster Sieg. So soll es natürlich sein. Wenn wir jetzt hier noch 2-mal gewinnen, kriegen wir hier Glücksblätter und kriegen wir nochmal legendäre Boosts. Und ich glaube, nach diesem Try hier kriege ich dann die 5 Goldkleeblätter, ne? Weil ich habe jetzt den Regenbogen komplett durch und danach dann werde ich wohl die bekommen. Glaube ich zumindest. Gehen wir mal rein ins nächste Spiel. So, schauen wir mal. Was kriegen wir für einen Gegner? 108. Matchmaking ist on point. Genauso ist halt genau das Gleiche, ne? Eben habe ich gesagt, wenn der Gegner ein schwächeres Team hat, ist es unfair. Jetzt habe ich natürlich, ich darf mich da nicht beschweren. Ich beschwere mich auch gar nicht. Jetzt sind wir halt mal in der Lage, dass... oder jetzt sind wir mal in der Situation, dass der Gegner ein stärkeres Team hat. 5 Bewertungen geht aber eigentlich sogar noch klar. Wenn alles gut läuft, kann ich auch diesen Gegner hier besiegen. Kann ich gegen diesen Gegner gewinnen, so rum.
Luis Figo. Nein. Oh, doch. Ja. Oh, ich hätte nicht gedacht, da hatte ich den Roulette in die falsche Richtung gemacht. Aber trotzdem ist es am Ende gut gegangen. Ronaldo 3-1. Meier 4-2. Jawohl. Eine Minute noch. Och, Konterangriff. Das ist jetzt richtig. Ah, das nervt. Ey. Jungs! Alter, das ist schon Ewigkeit, Mann. Konterangriff ist so dämlich, Mann. Ich bitte euch. Da hat man jetzt so viel Zeit von der Uhr genommen. Aber trotzdem steht es hier nur unentschieden. Für den Gegner, aus Gegnersicht jetzt hier, meine ich. 6-6, jawohl. Bitte keinen Konterangriff mehr. Ach, was ist das für ein Pass? Ich wollte auch... Oh! Ich wollte... Abseits! Abseits kommt jetzt Sekunden später, oder was? EA, was macht ihr mit mir hier? Komm, Ronaldo. Nein, ja, okay, das war's. GG, ich habe mich aber gut geschlagen, sage ich mal, gegen diesen Gegner. 8-9, obwohl Ballverlust beim Gegner. Na, ich habe auch den Ball verloren. Aber er hat sowieso das 10. Tor gemacht. Also hätte ich jetzt hier das 9. Tor gemacht, hätte ich trotzdem verloren. Also halb so schlimm. Klar habe ich jetzt verloren. Ist halt so. Kann ich nichts dran ändern. Wir gehen aber rein ins nächste Spiel. Ich hoffe, dass ich das letzte Spiel jetzt hier nochmal gemeinsam mit euch erfolgreich absolvieren kann. Spielersuche, Erfolg. Let's go. Und ich hoffe dieses Mal auf einen 103er Gegner. Das wäre am fairsten. Der Gegner hat 103, ich habe 103. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich jetzt einen 90er Gegner kriegen würde, ne? Dann ist es auf jeden Fall ein safer Sieg hier. Ein safer Sieg. So. So. Wieso lädt das jetzt hier so lange? Dankeschön. Der Gegner, oh, ich werde als erstes angezeigt, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich als erstes angezeigt habe, habe ich ein besseres Team. Der Gegner hat 99, also das Matchmaking war heute definitiv in Ordnung. Wir haben einen gleich starken Gegner bekommen, wir haben einen besseren Gegner bekommen und jetzt bekomme ich einen schlechteren Gegner. Und deswegen sollte ich normalerweise, wenn alles normal läuft hier, gegen diesen Gegner eigentlich gewinnen. Und das relativ einfach. 1-0 Neymar. Komm runter auf Ronaldo. Ronaldo aus der zweiten Reihe. Den haut er auch in den Winkel, du. Wie kein anderer. 3-0. Kimmich. 4-0. Läuft. Und Neymar mit dem nächsten, mit dem 5-0. Und das sollte es eigentlich schon wieder fast gewesen sein. 6-1. Wir werden auf jeden Fall noch die Punkte gemeinsam abholen. Glücksblattpunkte, ne? Und vielleicht haben wir dann das nächste goldene Glücksblatt. Ne, Kleeblatt, nicht Glücksblatt. Kleeblatt. Ja, also ein Kleeblatt ist ja ein Glücksblatt, ne? Und ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt so weitermachen, könnte es echt ein hoher, geiler Sieg sein und werden. Und dann laufe ich direkt, in den Gegner hinein. 9-1. Ah, ja, okay. Vielleicht wird's vielleicht maximal zweistellig. Ronaldo? Jawohl, 10-1. Neymar 11-1. Boom. Läuft. GG an diesen Gegner, 11-1. War jetzt auch nicht besonders, der Gegner war halt schlechter, ne? Ich werde jetzt die Punkte jetzt nochmal abholen. Nämlich diese hier, Regenpunktpunkte, 75.000 Münzen, nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Mandzukic kann ich dann noch verkaufen und dann habe ich wieder ein bisschen Coins. Jetzt zwar nicht allzu viele, aber wenigstens ein paar, die ich einsetzen kann, um Skillboost zu verbessern und so weiter und so fort. Legendäre Skillboost-Karten nehme ich hier natürlich auch mit, obwohl ich glaube ich keinen Spieler habe, der einen legendären Boost hat. Aber da ich ja jetzt weiß, dass die Karten weniger an... dass die Skillboost weniger an Karten brauchen, kann man sich da auch überlegen, ob ich dann vielleicht doch nochmal einen anderen Spieler hineinstelle oder so. Keine Ahnung, oder vielleicht gibt es in Zukunft bei Events einen Spieler, den ich richtig geil finde, dass ich den dann hole und der vielleicht einen legendären Boost hat. Ja, so. Let's go.
Gold, Kleeblätter, Pack-Opening hier. Und wow, jawohl, wir kriegen direkt im ersten hier. Das heißt, wir haben jetzt 7 am Start schon. 7 goldene Kleeblätter. Die Glückschance erhöht auf 8%. 2 können wir jetzt nochmal öffnen. Vielleicht kriegen wir das nächste goldene Kleeblatt. Leider nicht. Die Glückschance ist bei 12%. Komm. Jetzt wäre geil, wenn jetzt das Blättchen kommt. Ja, Wolski. Wir haben 8 goldene Kleeblätter. Wir haben 8 goldene Kleeblätter. Wie viel habt ihr? Schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt hier fürs Zuschauen. Das war eine sehr coole Folge mit Champions League, mit St. Patrick's Day. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen... Ja, vielleicht seht ihr doch das Video erst Donnerstag. Oder kommt drauf an, wann ihr das Video seht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Haut rein. Und tschüssi.